Nee. The oily surface of the scale gives off a particular sheen. Both the scale and its oil are known to find buyers at market. Das heißt, man kann es gut verkaufen. Ach, 18 Stück, das reicht dicke. Ich bitte euch, damit könnte ich ja eine ganze Armee mit versorgen. Ein Elixier, sehr wichtig. Ein Antidot, sehr wichtig. Ich hätte zwar jetzt nochmal so einen Aufstand machen können. Doxa-Lanzenkiste. Ja, da. Dort, ist normalerweise eine Doxa-Lanzenkiste. Aber ich glaube, da sind normalerweise drei. So, Remedy. Oh, wir haben ein neues Monster in der Diary. Wir haben zum einen Aero-Mode. Stellt euch das ungefähr so viel vor. Man nutzt den Stein und es kommt eben halt der Zauber Aero raus. Das heißt, für diejenigen, die wirklich keinen Schwarzmagie-Befehl überhaupt haben, so wie ich das jetzt haben werde, mit Ausnahme von einem Charakter, der wird nämlich bei mir den Red Mage machen. Und da werde ich dann eben halt die Zauber drüber haben. Zwar nicht alle, aber das reicht. Dann kommt das Elixier. Elixier sollte klar sein. Volle Heilung HP, MP. Und jetzt kommen die Remedies. Remedies in der deutschen Fassung heißen die Allheilmittel. Allerdings ist es hier bei Final 12 haben sie es ein bisschen anders gelöst. Hier ist es so, dass ein Remedy Blind, Gift, Schweigen und Gemach eben halt so schon mal wegziehen. Also heilen. Und über Lizenzen. Ich hoffe, ich finde jetzt mal so auf die Schnelle ein. Hier ist übrigens der Zodiac Spear. Falls man den also richtig früh im Spiel irgendwie bekommen sollte, kann man den sich sehr, sehr schnell auch über Lizenzen holen. Das ist also kein Problem. Hier ist der Dragon Whisker. Magic Lore brauche ich nicht. Battle Lore. Ich hab doch irgendwo. Ich hab doch irgendwo ein Remedy Lore. Hier haben wir zum Beispiel ein Remedy Lore. Ich weiß auf jeden Fall, dass es zwei Sachen mindestens gibt. Zweimal Remedy Lore, einmal 1 und einmal 2. Hier halt es Versteinerung, Verwirrung und Öl. Öl ist eine Zustandsveränderung, die eigentlich nur eins macht. Nämlich Empfindlichkeit gegenüber den Feuerzaubern. Das ist also ein eher unschöner Effekt, aber naja. Und auch unnötig, meiner Meinung nach. Die Schleife ist hier. Dann gibt es natürlich HP Plus. Da kann ich euch auch eine Geschichte erzählen. Ein Charakter, der kommt noch später hinzu. Den gebe ich die Klasse Ritter. Also Knight-Klasse. Und den habe ich so voll gepumpt mit diesen HP Plus. Der hat, glaube ich, fast alle Lizenzpunkte nur mit diesen HP Plus draufgeknallt. Und er hatte dann als einer der wenigen Charakter, Vernie Boy, war dann der zweite gewesen, der über 1000 HP hatte. Ich glaube, bei meinem aktuellen Stand ist es sogar so, dass Vern als einziger fast, ist, ich glaube, sogar fast 3000 HP hat. Der Rest hat noch nicht mal 1000. Also das ist echt, die Ulan und die Knight-Klasse, das sind die Heavy-Klassen. Hier haben wir übrigens Remedy Lore 1. Da wird Schlaf, Zap, Immobilize, also
bewegungsunfähig und ein Zauber, was ich hier leider nicht sehen kann. Ich wünschte, ich könnte das einsehen, aber naja. Hier ist zum Beispiel auch so ein Fehler, das ist so ein bisschen mit der Übersetzung gekommen. Sepp ist in der deutschen Fassung Sturz. Das heißt, es ist ein konstanter HP-Verlust. Zwar jetzt nicht im 100er-Bereich, sondern im einzelnen Bereich, aber es ist. Man verliert ungefähr pro Sekunde schätzungsweise 10, 20 HP Minimum. Das war so ein ziemlich, ziemlich fieser Statuseffekt. Ja. Immobilized, das ist Paralyse. Und den letzten kann ich hier leider nicht lesen, wie gesagt. Und so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Und ich muss mir wirklich mal angewöhnen, mit Kreis wieder zu bestätigen. Das Problem nämlich ist, viele Spiele haben Bestätigung mit X. Die Japaner haben allerdings die Bestätigung mit Kreis. Und ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Habe ich mir aber damals mal angewöhnt mit Final 7. Da wurde die Bestätigung eben halt auch mit Kreis gemacht, selbst in der deutschen Fassung. Ich glaube, direkt danach Final 8 haben sie es dann wieder umgeändert. Keine Ahnung warum. Phoenix Feder. Ja. Ein Äther. Versuchen wir einfach mal hochzurennen. Können wir nicht. Habt ihr all die Verantwortlichen? Und ich nehme mal an, Occasionals sind die Verantwortlichen. Versammelt? Gut. Ihr habt die Aufgabe, sauber zu machen, sobald die Party vorbei ist. Wartet hier so lange. Wartet hier, sobald wir für euch bereit sind. Niemand geht auf die oberen Flure, wenn wir. Bis wir die Order dazu gegeben haben. Bricht ihr diese Regel und ihr werdet bestraft. So, hallo. Warte hier, sobald ich weitere Order für euch für dich habe. Doof. Was versucht er? Nach oben zu kommen? Ja, dieses dicke. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Schwein? Ja. Diese werten Geschöpfe, sage ich jetzt mal. Diese sind selbst für mich neu. Wie gesagt, ich habe Tactics Advance gespielt. Deshalb kenne ich zum Beispiel schon die Bangars und die. Die Mokris kennt man ja sowieso, aber. Diese Wesen hier sind neu für mich. Das sind die Seeks. Also S-E-E-Q. Um genau zu sein. Du möchtest nach oben. Oder nicht? Ja, ich weiß schon. Du bist hungrig. Ich kann es dir nicht verübeln. Ein leerer Magen. Würde mich die Party crashen lassen. Ebenfalls crashen lassen. Nein, nein. Versuche es nicht zu verstecken. Sieh her. Ich helf dir, ja. Oh,
Und jetzt haben wir wieder diese lustige Situation. Okay, drücke Taste so und so, um die Wache zu rufen. Ich halte ihn hier auf, damit du die Stufen hochgehen kannst. Ah, geh ihn aber nicht zu nah an ihn heran, ansonsten wird er dich bemerken. Und lass uns einen Versuch wagen. Und Fanny Boy hat manchmal so eine geniale Rufton, sag ich jetzt mal. Wie er die Wachen ruft, das ist echt genial. Hello. Hello. Nun ist deine Chance. Geh hoch. So. Wir warten erstmal, bis er da hoch weggeht und danach zack, schnell hochrennen. Jessikowski, bye bye, Trottel. Und sowas nennt sich Wache. Obwohl, er hat seine Aufgabe besser gemacht als in einem gewissen anderen Spiel. Ich sag dazu nur Nintendo Zelda. Was hat Old Dylan jetzt gesagt? To sign the arms for Sunstone Strengths. To light the clouded way. Das signierte stöhnt nach der Kraft des Sonnensteins, um den vernebelten Weg zu leuchten. Aber es gab noch mehr. Oh ja! Once in the palace you find the signet tile. Give it to the sun's power and it will light your path. Sobald du im Palast bist, finde das, den signierten... finde das signierte Teil. Ich weiß jetzt nicht, was Teil bedeutet. Höchstwahrscheinlich Platte. Gib die Kraft der Sonne an ihn und dein Weg wird sich erleuchten. Sieht so aus, als müsste ich das Signierte finden. Oder was immer auch Signet heißt. So, wir haben hier jetzt dieses Zeichen. Ich meine, es soll ein Löwe darstellen. Das heißt, wir müssen das eben halt finden. Hier haben wir dieses Hawk-Signet. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal falsch. So. Wappen. Sagen wir einfach so, dass das Wappen, die Wappenplatte. So, wir haben jetzt hier diese Wachen und dann müssen wir die eben halt so hinlenken, dass wir eben halt da durch können. Hello. So, und die sind natürlich so strohdoof und bleiben einfach da stehen. Wie gesagt, sonderlich helle sind sie nicht. Aber naja. Wie war das nochmal? Oder muss ich die anderen rufen? Scheiße! Over here. Fuck! Jetzt habe ich mir eingesperrt. Hey, du dort drüben, was hast du hier zu suchen?
Du solltest beim Keller bei den im Keller bei den anderen warten. So. Ja, da habe ich natürlich Müll gebastelt jetzt. Hier ist übrigens auch die gleiche Musik wie bei Clan Centauri. Das finde ich das Coole. Hey Buckethead! Ja, das ist. Das finde ich das Beste an allen. Den besten. Das beste Zurufen von allen. Hey! Bless einmal!